Mach dir die Erde untertan. Mit genetisch veränderten Lebensmitteln ist es wie mit Radioaktivität. Die Natur wird sie nie wieder los. Strahlung und Genfood sind erst einmal in der Umwelt ausgebracht, fester Bestandteil der gesamten Umwelt und zwar für immer. Was bedeutet das konkret? Dass jede Entscheidung, die wir in der Gegenwart bezüglich der entsprechenden Technologie fällen, Konsequenzen für alle nachfolgenden Generationen haben wird. Ausnahmslos. Und diese Konsequenzen werden andauern, bis unser Sonnensystem in den Ruhestand geht. Können Menschen mit diesen Auswirkungen, die kosmische Dimension erreichen, überhaupt umgehen? Können sie die Risiken einschätzen, kalkulieren? Das können sie nicht. Der Beweis für diese Behauptung ist schnell erbracht, wenn wir uns nur einmal ansehen, dass die moderne Menschheit seit rund 60 Jahren Atomkraftwerke betreibt, ohne dass es ihr auch nur im Ansatz gelungen wäre, wenigstens ein einziges sicheres Endlager für Atommüll auf diesem Planeten zu errichten. Was aber tut der Mensch ob dieses globalen Desasters? Gibt er diese Technologie auf, was nach den Gesetzen der Logik und unter der Annahme, der Mensch würde intelligent handeln, überfällig wäre? Nein, im Gegenteil. Obwohl er nach wie vor keinen blassen Schimmer hat, wie er die strahlenden Zeitbomben entschärfen soll, hält die Krone der Schöpfung am Atomstrom fest. Natürlich vor allem, weil AKWs das Militär mit den Stoffen versorgen, die man benötigt, um Atombomben bauen zu können. Der erzeugte Strom ist lediglich das am Markt verkäufliche Abfallprodukt der Militärs. Aus den Augen, aus dem Sinn ist in Sachen Atomtechnologie die vorherrschende Methode, um mit dem Problem des strahlenden Abfalls umzugehen. Ähnlich handelt, wer sich in einem Flugzeug mit fast leerem Tank zu einem Rundflug über einem extrem dicht besiedelten Gebiet begibt, in dem es weit und breit nicht einmal die Möglichkeit gibt, notzulanden. Die bevorstehende, tödliche Bruchlandung wird ausgeblendet und man lässt sich weiter vom Bordservice verwöhnen, während hinter einem immer mehr Maschinen mit nahezu aufgebrauchtem Sprit auftauchen. Würde man beim Absturz nur alleine hops gehen, wäre dieses Verhalten noch unter durchgeknallt zu verbuchen. Leider aber wird man beim Absturz extrem viele Unschuldige mit in den Tod reißen und das Gebiet des Crashes lange unbewohnbar machen. Das macht dieses Verhalten zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Verbrechen dieser Art gehören heute zum Alltag, auch oder gerade, weil sie als harmlose Erscheinung verpackt von unseren Massenmedien als zu vernachlässigende Botschaft präsentiert werden. Bei genmanipulierten Nahrungsmitteln ist das auch der Fall. Während die sportinteressierte Welt sich auf Olympia konzentriert und der Westen auf Kinderschaukel macht, also immer hin und her schwingt zwischen pauschalem Russland-Bashing und der Freude über Gold für Deutschland, wurde in der EU das Go für genmanipulierten Mais durchgewunken. Die Sorte 1507 von Pioneer DuPont soll bald 0815 sein, also überall auf diesem Kontinent zu finden. Das jedenfalls wird wohl schon übermorgen Realität sein und Angela Merkel hat alles dafür getan, dass es so weit kommen konnte. Deutschland hat sich bei der Abstimmung in der EU bezüglich dieses Produktes enthalten. Enthaltung bedeutet in diesem Fall aber, Deutschland hat Ja gesagt. Denn wie eingangs erklärt, gibt es Technologien, bei denen es nicht möglich ist, die auftretenden Folgeschäden je wieder rückgängig zu machen. Genmais, Genfood generell, hat Nebenwirkungen. Welche das sind, kann niemand mit Gewissheit sagen, nur so viel ist klar. Im Labor haben genetisch veränderte Lebensmittel verheerende Folgen. Es sei denn, man interpretiert Krebs als ein Geschäft, mit dem man via Therapien viel Geld machen kann. Dann ist auch ein durch Genfood krank gewordener Europäer ein prima Geschäft. Krebs als Einkommensquelle. Man kann über das Produkt 1507 Folgendes sagen. Erst einmal in der freien Wildbahn ausgesetzt, hält es sich wie alle GMOs nicht an Grenzen. Auch dem Mais 1507 ist es egal, in welchem EU-Land er erlaubt ist und in welchem verboten. Er wird sich mit dem Wind auf dem ganzen Kontinent verbreiten und so Tatsachen schaffen. Nämlich, dass es schon bald keine unmanipulierte Sorte mehr geben wird, denn genetisch modifiziertes Saatgut verseucht unwiderruflich seine Nachbarn. Eine Handvoll Multis verseucht also den ganzen Planeten und wir sehen fern. Sport. Um es noch einmal klipp und klar zu sagen. Rückgängig machen gibt es hier nicht. Was aber, wenn man schon in 25 Jahren diesen Schritt bereuen wird? Da es auch in der EU zu massiv auftretenden Folgeschäden kommt, die alle genetisch veränderten Nutzpflanzen zwangsläufig mit sich bringen, da sie auf hochgiftige Pestizide angewiesen sind, um tatsächlich, wenn auch nur kurz, für höhere Gewinnspannen zu sorgen. Da diese Pestizide auch dafür verantwortlich sind, dass die natürlichen Bestäuber wie Bienen langsam aber sicher aussterben, rechnet sich modifiziertes Saatgut noch eher. Auch auf diesem Sektor gilt,
Gewinne werden privatisiert, Verluste verstaatlicht oder gar nicht erst anerkannt. Schäden, die durch genetisch veränderte Organismen erzeugt werden, gibt es schon heute. Nur wer als Otto-Normalverbraucher hat die Mittel, gegen einen Agrarriesen zu klagen? Farmer wie Percy Schmeisser aus Kanada, der sich mit Monsanto anlegte, bleiben die ganz große Ausnahme. Fakt ist, in zukünftigen Schadensfällen wird die Politik nicht dem Bürger beistehen, sondern die Achseln zucken. Pech gehabt. Und die verursachende Firma, in unserem Fall Pioneer DuPont Mais 1507, wird nicht haften. Auch Pioneer DuPont wird schon wie Monsanto wie eine systemrelevante Bank behandelt, zu groß, um zu fallen. Die Politik wird diese Genterroristen vor Regress und damit an der Pleite schützen, und das tut sie bereits in den USA. Hier sitzen in den obersten Kontrollbehörden für Nahrungsmittel vor allem von den Genfood-Konzernen ausgeliehene Mitarbeiter. Revolving Door-Politik von der Spitze Monsantos an die Spitze der FDA. Michael Taylor. Ein Begriff? Dieser Lobbypolitik ist es zu verdanken, dass in den USA für Monsanto bereits ein Gesetz verabschiedet wurde, wonach der an der Börse notierte Konzern für verursachte Gesundheitsschäden nicht aufzukommen hat. Produkthaftung. In den USA sonst ein Gesetz, das ganz weit oben angesiedelt ist, das den Verbraucher schützt. Für Monsanto gilt es nicht. Warum nicht? Und mit welchen Schäden rechnet der Konzern? Warum hat er geistig manipulierte Monsanto-Mitarbeiter in die bereits überdüngte amerikanische Demokratiepflanze eingespeist? Generell gilt, Nahrungsmittel werden nicht genetisch verändert, um sie zu verbessern, sondern um auf sie ein Patent anmelden zu können. Es geht nicht darum, den Welthunger loszuwerden. Es geht um Urheberrechte auf Teile der Schöpfung, die als Ganzes der ganzen Menschheit gehören, schon immer. Genetisch veränderte Lebensmittel sind wie Musik bei einer Band, die bei der GEMA ist. Jede Radiostation, die einen Song der Band spielt, muss dafür bezahlen. Geht die Musik aber nicht on air, muss auch niemand Geld an die GEMA abdrücken. Anders ist das bei Genfood. Erst einmal in die Umwelt freigesetzt, machen sich die Pflanzen auf den Weg rund um den Globus. Dann muss jeder an die GEMA bezahlen. Jeder. Er bezahlt mit seiner Gesundheit. Schon übermorgen wird es nicht mehr möglich sein, Nein, Danke zu sagen, und das Label Bio verkommt zum Witz. Wenn den Laborfarmern, auch in Europa, gelingt, was ihnen zum Beispiel in Südamerika schon gelungen ist, wird es zu spät sein. Dort ist vor allem Gier zur Triebfeder für Landwirte geworden, GMOs anzubauen. Und die Umwelt geht dabei drauf. Na und? Genfood ist vor allem eine Technologie, die ein Nahrungsmittelmonopol anstrebt, weltweit. Dieses Monopol ist das mächtigste Tool auf diesem Planeten, denn essen muss jeder. Verkauft wird dieses Monopol unter dem Deckmantel des Umweltschutzes oder der Bekämpfung des Welthungers. Dabei ist gerade Genfood ohne bösartigste Pestizide gar kein Geschäft, und den Welthunger wird man mit Genfood auf gar keinen Fall los. Was man loswerden will, sind die Hungernden an sich, indem man ihnen entweder erst GMO-Nahrung aufzwingt, was zum Verlust der heimischen Sorten führt, damit man anschließend das GMO-Saatgut gar nicht mehr liefert, oder aber indem man über das Tool der Verschuldung die Kleinbauern weltweit in den Suizid treibt. Die Königsdisziplin genetisch veränderter Lebensmittel ist das sogenannte Terminator-Saatgut. Dieses Saatgut ist die widernatürlichste Erfindung auf diesem Planeten, denn Terminator-Saatgut pflanzt sich nicht fort. Es wurde genetisch sterilisiert. Nach der Ernte der ersten Generation ist die Pflanze tot. Ihr wurde beigebracht, sich nicht zu vermehren. Ergo müssen die Kleinbauern, die weltweit den größten Teil der Erzeugung von Nahrungsmitteln übernehmen, bei Pioneer DuPont, Monsanto, Cargill, Bayer etc. neues Saatgut einkaufen. Am besten auf Kredit. Hier lauert eine zusätzliche Gefahr, die Schuldenfalle, die sehr oft im Suizid endet. Der Konzern, der international die meisten Patente hält, heißt Bayer. 206 gegen zum Beispiel 119 bei Monsanto oder 179 bei Pioneer. Stellt sich nur die Frage, wem gehören all diese Firmen? Wem gehört Bayer? Oder ist es bei einer Firma, die ihre Aktien auf den internationalen Börsen anbietet, nicht egal, wo der Bürger die Konzernheimat vermutet? Die einzig wahre Heimat solcher Unternehmen sind Steueroasen. Zurück zur perfiden Politik der Saatgutmafia.
Fehlt einem angefixten Bauern das Geld für neues Saatgut, etwa aufgrund von Missernten, die es trotz genetischer Optimierung permanent gibt, hat der Farmer einfach Pech gehabt. Dann müssen er und die Bevölkerung, die er versorgt, eben hungern. Verhungern. Verhungern ist ein Mittel, um die Massen in der dritten Welt, aber auch in den aufsteigenden Nationen, klein zu halten und in naher Zukunft loszuwerden. Wer überlebt, da er auch weiter mit Genfood versorgt wird, und wer verrecken muss, bestimmen zukünftig multinationale Konzerne wie Pioneer DuPont, die eben jetzt auch in der EU einen Generalschlüssel für ganz Europa überreicht bekommen haben. Auch dank Mutti Merkel, die sich nicht aufraffen konnte, Nein zu sagen, als es darum ging, die Maissorte 1507 in der EU zu verbieten. Und das, obwohl 88% der Bürger in Deutschland GMO-Nahrung ablehnen. 88%. Merkel, hier geht es um ein Exempel. Eine generelle Entscheidung. Wer das nicht erkennt, ist entweder RTLisiert oder aber hat zu lange Zeit in den USA verbracht, wo es laut Gesetz verboten ist, GMO-Nahrung als solche zu kennzeichnen. Zudem wird auch im Falle Genmais 1507 diese modifizierte Pflanze vor allem deshalb angebaut, um sie später an Tiere zu verfüttern. Hier steckt also auch die Fleischindustrie hinter der Durchsetzung. Oder aber, genmanipuliertes Saatgut verdrängt massiv natürliches Saatgut, das nicht für den Teller, sondern für den Tank produziert wird. Lebensmittel für die Autolobby. Die dunkle Seite des Biosprits ist, dass er Hungersnöte wahrscheinlicher macht. Automatisch. Auto ist ein Stichwort. Man stelle sich vor, in der BRD wäre es verboten, die Ergebnisse von Crashtests zu veröffentlichen. Die USA begründen dieses Verbot, was für GMO-Nahrung gilt, damit, es würde der heimischen Industrie schaden. Das ist richtig, denn wenn der Bürger lesen kann, ob ein Nahrungsmittel der GMO-Gruppe angehört oder eben nicht, kann er sich gegen dieses Produkt entscheiden, weil er keinen Bock auf ein erhöhtes Krebsrisiko hat. Diese Möglichkeit aber soll der Bürger gar nicht haben. Nicht in den USA und auch nicht in der EU und überhaupt nirgends. Die Saatgut-Multis sind generell gegen eine GMO-Kennzeichnung. Warum ist das so? Wovor haben diese Konzerne Angst? Welche Laborergebnisse halten sie zurück? Unlängst wurden die Prognosen für Krebs als Todesursache in der Zukunft veröffentlicht. Sie sind rekordverdächtig hoch, aber sie haben natürlich nichts mit Schlüsseltechnologien wie Atomkraft oder Genfood zu tun. Wir alle sind so unglaublich dumm, dass es wehtut, denn wir lassen uns auch jetzt die 1507-Entscheidung in der EU einfach so gefallen. Obwohl wir sie in ganz Europa mehrheitlich ablehnen. Wir können nicht auf die Straße gehen. Wie denn auch? Sochi und die Berlinale verlangen nach unserer wechselnden Präsenz zwischen Fernseher und rotem Teppich. Um es unmissverständlich zu formulieren. Die große Mehrheit in der EU will keine GMO-Nahrung. Insgesamt 19 Staaten sprechen sich gegen dieses Menschenexperiment aus. Aber das alles ficht die wenigen Befürworter oder muss man sagen Industrielobbyisten in politischen Ämtern nicht an. Sie handeln gegen den Willen des Großteils der europäischen Bevölkerung. Eine Handvoll Vasallen gegen Hunderte von Millionen Bürgern. Schon heute ist allein Pioneer DuPont in 120 Ländern mit seinem GMO-Experiment aktiv. Niemand aber möchte dieses Produkt wirklich im eigenen Land haben. Wie geht das? Und ist das Demokratie? Einmal auf den Feldern zugelassen, kann man diese Entscheidung so wenig revidieren, wie den Entschluss, einen Koma-Patienten von seinem lebenserhaltenden Maschinenpark getrennt zu haben. Was wir mit dem Ja zu 1507 in der EU also erleben, ist mehr als ein bewusstes Inkaufnehmen von Risiken, die existieren und bei weitem nicht zu Ende erforscht wurden. Es geht darum, die EU auch auf dem Gebiet der Nahrung von Multis abhängig zu machen, die überwiegend aus Übersee kommen. Wobei man sagen muss, dass diese Firmen sich längst als globale Kraken betätigen und somit auch global Geld einsammeln. Auch in der BRD. US-Multis sind im Kern ein Sammelbecken für Superreiche aus aller Welt. 149 Firmen und 85 Personen. Ein solch kleiner Kreis steckt auch hinter TAFTA, dem Freihandelsabkommen, das die USA gern mit der EU abschließen möchten.
TAFTA ist ein weiterer Akt, den souveränen Nationalstaat zu kastrieren, damit er im Verbund mit anderen Ländern zukünftig von den Interessen privater Aktienunternehmen kontrolliert werden kann. Die Menschen spüren diesen Verrat an der Demokratie, der Herrschaft über das Volk durch das Volk, haben aber immer noch nicht verstanden, dass sogenannte Protestparteien ihnen nicht helfen können. Eine Partei ist die Grundlage, um den Hebel der Korruption überhaupt effektiv ansetzen zu können. Je erfolgreicher eine Partei wird, desto mehr verabschiedet sie sich von den einstigen Idealen, die überhaupt die Gründe ihrer Existenz waren. Grüne, SPD, CDU, CSU oder FDP sind so verschieden wie die Auswahl von Mittelklassewagen in der Volkswagen-Gruppe. Der Bürger aber will immer noch nicht wahrhaben, dass die präsentierte äußere Hülle nur Verpackung ist, die jeglicher Berechtigung entbehrt und nur zum Kauf anregen soll. Kauf heißt Akzeptanz. Ja, sag mir, wo es lang geht. Auch die Linken, die AfD oder die Piraten sind früher oder noch früher Auffangbecken für Lobbyisten aus der Industrie. Es kommt auf die Sprosse der Hierarchieleiter an. Das Nein zur ungezügelten Einwanderung in die Schweiz, die Befragung wurde auf den Weg gebracht von der SVP, muss man als das erkennen, was es ist. Ein Sonderangebot der SVP, das auch den durch die EU-Mafia verunsicherten Schweizer Bürger suggerieren soll, wir, die SVP, wir sind anders. Papalapap. Wir sind nur so lange anders, solange wir unten sind. Kauf mich, liebe Industrie, steht auf jeder Stirn von Politikern aus Parteien, die mit als radikal geltenden Positionen versuchen, sich Marktanteile in der Politik zu verschaffen. Und die, die um ihre Anteile gebracht werden, kämpfen dagegen an. In Sachen SVP gibt es in der Schweiz erste Forderungen von der politischen Konkurrenz, die Abstimmung zu wiederholen. Das Volk sei sich nicht der Konsequenzen bewusst gewesen. All dieses demokratische Aufbäumen ist zum Scheitern verurteilt, denn es organisiert Macht auch weiter zentral, was Jahre in Anspruch nimmt, während die bestens verdrahteten Gegner aus der Industrie schon in der Gegenwart Tatsachen schaffen. Die Parteiendemokratie ist tot, denn sie kommt permanent zu spät. Gregor Gysi beispielsweise ist ein fantastischer Redner, er hat in vielem, was er sagt, recht, doch das war's dann auch schon. Seine Macht, etwas zu ändern, ist in etwa so groß wie Justin Biebers Einfluss auf die NATO-Aktivitäten in Kabul. Die EU-Bevölkerung wird sukzessive gegeneinander ausgespielt und aufgehetzt, während sie parallel von den Wirtschaftseliten abgehört wird. NSA. Dezentralisierung ist das Zauberwort, ziviler Ungehorsam, Empörung. Wir müssen sie wieder erlernen und kollektiv unsere Stimme erheben, lokal. In vielen, sehr vielen kleinen, überschaubaren, regionalen Gruppen, aber zusammen dennoch in der Masse. Viele Bewegungen, lose verknüpft, aber ohne konkreten Kopf. Nur so hat der Mensch überhaupt eine Chance, das, was man als Freiheit des Individuums bezeichnet wurde, zu retten. Was wir alle zusammen überhaupt nicht haben, ist Zeit. Nur im kleinen Team haben wir eine Chance. KenFM ist Teil eines solchen Teams. Unterstützt uns oder lasst es. Nur egal, wie ihr euch entscheidet, es wird Konsequenzen haben.